Ja, da gibt es nicht viel zu beschönigen. Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten, die waren ziemlich mies. Je genauer man hinschaut, umso mieser waren sie. Aber vor allem hat sich da eine Tendenz gezeigt, die durchaus besorgniserregend ist und die Frage aufwirft: Stagflation in den USA. Und damit allerherzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, wir wollen uns mal die Daten anschauen. Und die Aussage Stagflation, die stammt nicht von mir, sondern von Thorsten Zwock. Das ist ein Kommentator der Deutschen Bank, ein Analyst der Deutschen Bank, der in den amerikanischen Finanzmedien sehr, sehr präsent ist. Und der hat gesagt, looks like a stagflationary report, sieht aus wie ein stagflationärer Arbeitsmarktbericht. Und in der Tat, schauen wir uns mal hier diese Rückgänge an der Zahl, es waren ja 130.000 neue Stellen gemeldet worden. Aber davon sind 34.000 Stellen im öffentlichen Dienst, nämlich überwiegend für die sogenannten Census, für die Volkszählung, die dann im Jahr 2020 stattfinden wird. Also faktisch waren das sogar unter 100.000 Stellen. Und es ist vorwiegend wieder der Dienstleistungsbereich etc. Das kennen wir, aber wir sehen hier diese rückläufige Tendenz der Non-Farm Payrolls, also der neu geschaffenen Stellen in den letzten Monaten. Und wir sehen auf der anderen Seite, und das ist das Stagflationäre daran, dass eben die Löhne sehr, sehr deutlich gestiegen sind mit 0,4% zum Vormonat. Das ist mal eine Ansage, das ist eine Hausnummer. Und wir sehen hier der Trend in den letzten 4 Monaten, der geht auch sehr deutlich nach oben. Jedes Mal Anstiege von 0,3% in den letzten 3 Monaten, jetzt 0,4%. Und das Problem ist, dass offenkundig steigende Löhne dann irgendwann sich auch in Inflation umsetzen, weil schlichtweg die Leute mehr verdienen, mehr Geld in Umlauf kommt. Wenn gleichzeitig aber die Wirtschaft nicht wächst, dann spricht man von Stagflation. Also Stagnation plus Inflation ergibt dann Stagflation gewisserweise. Und Thorsten Zwock hatte gesagt, das könnte wirklich jetzt sozusagen das Szenario sein, durch einen Preisdruck, der auch durch die Zölle kommt, die ja praktisch erst oder faktisch erst seit Juni diesen Jahres in Kraft sind, noch praktisch ihre Wirkung noch gar nicht entfaltet haben. Also das könnte jetzt ein Thema werden, das die Fed noch schwer beschäftigen wird, die ja jetzt wieder unter Druck gesetzt wurde, heute von Donald Trump, aber auch von Larry Kudlow, der heute dann einen merkwürdigen Auftritt sowohl bei CNBC als auch bei Bloomberg hatte, wo er angesprochen auf die schwachen Daten dann plötzlich den National Employment Report aus dem Hut zauberte. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, diese sogenannten Arbeitsmarktdaten bestehen einerseits aus der Zahl neu geschaffener Stellen, die werden von den Firmen gemeldet an die Behörden. Und wir haben zum Beispiel die Arbeitslosenquote, die heute bei 3,7% reingekommen ist, die durch eine Telefonumfrage ermittelt wird. Und aufgrund dieser Telefonumfrage hatte Larry Kudlow plötzlich ganz tolle Zahlen dabei, wie viele neue Stellen da doch geschaffen worden seien. Also das war schon etwas merkwürdig, was der gute Mann da erzählte. Gleichzeitig auch gesagt, naja, die Wirtschaft ist super, geht alles toll, die Amerikaner, die werden super bezahlt für ihre Jobs, ist doch alles super. Warum er dann im gleichen Atemzug sagt, dass die Fed unbedingt die Zinsen senken muss, weil man einen Monetary Headwind habe, also einen monetären Gegenwind, das bleibt sein Geheimnis. Ich hatte schon mehrfach gezeigt, dass die sogenannten Financial Conditions so leicht, so lax sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Also daran kann es nicht liegen. Jedenfalls sehen wir hier deutliche Lohnsteigerungen. Und wenn wir uns anschauen, wo es wirklich hakt in den USA, dann sind das die sogenannten Retail-Jobs. Wir haben hier im stationären Einzelhandelsbereich fallen Stellen weg, fallen Stellen weg, fallen Stellen weg. Das ist sozusagen ein sterbendes Segment. Wir haben dann eben so Logistikstellen jetzt wieder mal gesehen, die geschaffen wurden, wahrscheinlich durch Amazon und Konsorten. Gestern zum Beispiel der ISM-Index-Dienstleistung war wahrscheinlich deswegen so gut, weil der Amazon Prime Day in diesem Zeitraum gelegen hatte. Das war wahrscheinlich der letzte Ausreißer nach oben beim ISM-Service, den wir gestern gesehen haben. Die Tendenz der Daten dürfte sich jetzt weiter abschwächen. Die Amerikaner haben die größte Fallhöhe zwischen dem, was woanders der Fall ist, und das, was sozusagen noch der Glaube auf einem anderen Planeten zu sein betrifft. Da ist die Fallhöhe also immens. Deswegen ist die Fallhöhe möglicherweise auch der US-Aktienmärkte deutlich höher als andernorts. Schauen wir uns mal eben diese Fallhöhe an. Wir haben interessante Nachrichten heute von der Bank of America, die ja sozusagen immer einen Index ermittelt, Leute befragt, große Investoren befragt, große Fondsmanager befragt. Und da kam man zu dem Ergebnis, dass der Bull and Bear Indicator derartig bärisch sei, dass es jetzt ein guter Kaufzeitpunkt sei. Naja, also die sind offenkundig sehr wenig allokierte in Aktien, sieht man hier auch beim sogenannten NAAM Equity Index oder Exposure Index. Das ist ein Index, der zeigt, wie stark sozusagen professionelle Investoren engagiert sind. Und wir sehen, dass offenkundig hier viele die Rallye zum Ausstieg genutzt haben, zum Abbau ihrer Positionen. Aber wie Sven Henrik hier richtig sagt, ist es eben so, dass ja überwiegend inzwischen ETFs
Ich hatte das Thema ja kürzlich auf der Agenda, dass überwiegend ETFs gehandelt werden. Und da haben wir massive Zuflüsse und ETFs sind überwiegend long only. Über 90% der ETFs sind ja reine Long-Produkte. Dementsprechend ist diese Aussage der Bank of America mit ein bisschen Vorsicht zu gewichten, denn es ist eben diese ganze Herde, die in ETFs investiert ist, per se schon mal long. Insofern ist die Frage der Aussagekraft einer solchen Statistik. Schauen wir uns mal Folgendes an hier. China hat heute den sogenannten Mindestreservesatz reduziert um 0,5%. Das war so ein bisschen schon angekündigt. China Daily hat das gefordert, Global Times, wie sie alle heißen. Jetzt ist es eingetreten, dass pfeifen in China ja die Spatzen erstmal von den Dächern, bevor es dann kommt. Mindestreservesatz ist der Satz, den Banken sozusagen vorhalten müssen bei der Notenbank als Sicherheitspuffer. Wenn sie einen Kredit vergeben, schauen wir uns mal hier an, da waren wir über 20% noch nach der Finanzkrise. Jetzt sind wir runter auf 13,5%. Damit wird natürlich Geld freigesetzt, weil die Banken weniger Sicherheiten hinterlegen müssen, gewissermaßen weniger Margin hinterlegen müssen, wenn sie Kredite vergeben. Dadurch Geld eben frei wird. Das soll ein bisschen stimulieren. Die Märkte haben so ein bisschen merkwürdig reagiert. Zunächst mal mit Freude. Und dann ist man aber ein bisschen runtergekommen, weil man sich vielleicht im zweiten Gedankengang gedacht hat, vielleicht ist das keine so gute Nachricht. Wie schlimm ist die Lage in China, wenn ein solcher Schritt nötig werden sollte? Wie schlimm ist die Lage in den USA? Das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass heute Jerome Powell auftritt, 18.30 Uhr. Ich wollte das Marktplatz davor machen, weil das Ganze sich sonst sehr weit hinauszieht, wenn man diese Rede noch abwartet. Ab 18.30 Uhr werden wir das aber dann bei Finanzmarktwelt so real-time wie möglich bringen. Und wir wollen uns jetzt mal im Vorfeld der Paul-Rede die Charts anschauen nach diesen doch schwachen Daten aus den USA. Da sehen wir hier den S&P 500. Da passiert nicht wirklich viel. Es gab so einen Zucken rauf, beziehungsweise erstmal runter nach den US-Arbeitsmarktdaten. Dann ging man rauf, wahrscheinlich mit der These, na, ist doch super, dann muss die Fed deutlicher die Zinsen senken. Aber dann hat sich das irgendwo immer eingependelt. 2980 aktuell, der stand beim S&P 500 unter dünnem Volumen einmal mehr. Ähnliches Bild im Dow Jones, by the way, die Charts von, Sie wissen es. Deswegen unterbinde ich die mehrfache Nennung des Namens. Wir haben den Dow Jones bei 26.807 Punkten. Wir haben den DAX aktuell, wenn er denn kommt und mich nicht im Stich lässt. Aber wir haben und da auch nicht wirklich viel Bewegung gesehen. Mal gucken, ob er noch kommt. Sonst machen wir erstmal Gold, Euro-Dollar. Jetzt war der Chart gerade da beim DAX. Dann mache ich Euro-Dollar und der entschwindet. Schauen wir mal, ob der gleiche kommt. Möglicherweise hier die Internetverbindung in diesem Raum dafür verantwortlich. Jedenfalls der DAX unter der 12.200er Marke hat sich so einigermaßen gehalten. Wir sehen den Euro nach wie vor in Sichtweite der 1.10er Marke. Aha, nochmals versuchen, das wollen wir dann lassen. Wir haben derzeit relativ mäßige Kursbewegungen schlichtweg an den Märkten. Dann zeige ich vielleicht noch einige interessante Charts, was wir hier sehen. Das greift nochmal diese ganze Zombie-Thematik auf, die ich schon mal gebracht hatte. Das ist der Wilshire 5000. Das ist also praktisch alle Aktien, die es irgendwo in den USA zu handeln gibt. Und das sind die sogenannten Zombie-Unternehmen, die also nicht mehr in der Lage sind, ihre Kapitalkosten mithin, also die Zinskosten zu verdienen. Und wir sehen, da als die Fed damals noch Quantitative Easing betrieben haben, sind beide gleichmäßig raufgelaufen, als die Fed dann das Quantitative Easing dann eingestellt hat. Dann ist die Geschichte auseinandergedriftet, die Zombies profitieren davon nicht mehr, die leben ja davon sozusagen, dass man ihnen permanent unter die Arme greift. Interessant auch vielleicht noch folgende Statistik über Volkswirtschaften. Wussten Sie, dass Kalifornien die fünftgrößte Volkswirtschaft inzwischen ist? Wir haben die USA mit einem BIP von fast 20 Billionen, China dann mit um und bei 14. Dann kommt Japan knapp unter 5 und Deutschland etwas über 3 und ganz knapp dahinter oder knapp dahinter dann schon Kalifornien, größer als UK. Größer als Frankreich, den Internetgiganten in den USA ist es zu danken. Mal sehen also, was jetzt Jerome Powell uns dann zu vermitteln hat, was da kommen wird. Darauf warten die Märkte. Man hat wirklich das Gefühl, die haben sich alle schlafen gelegt nach dem Arbeitsmarktbericht und gucken jetzt nochmal auf den Monitor, wenn Powell spricht, um dann sanft in den Wochenendschlaf zu gleiten. Wir werden sehen, wie es ausgeht. 18.30 Uhr bei Finanzmarktwelt. Seien Sie da dabei. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.